Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Kinderbuch von Dorothea Flexig vorstellen: Schandor, Fledermaus mit Köpfchen. Es ist für Kinder ab 6 Jahre geeignet. Hier sieht man die Rückseite des Covers und ist 2011 im Glückschuh Verlag erschienen. Es ist der erste Band der Erstlese. Reihe um die Fledermaus. Das ist ein großer Abendsiedler, dessen besonderes Kennzeichen dieses linke abgeknickte Ohr ist, namens Schandor, also das S wird wie Sch ausgesprochen. Um was geht es in diesem Buch? Es geht um die Fledermaus Schandor, die in dem ersten Band beschließt, Jendrik, den Schuljungen, als Freund zu gewinnen. Schandor lebt in einem Rollokasten, im alten Rollokasten, Klassenzimmer einer Schule und unter ihm sitzt der junge Jendrik. Die Fledermaus Schandor ist eine ganz ungewöhnliche Fledermaus, also Dorothea Flexig hatte da einen fantastischen Einfall gehabt für ihren einen Hauptprotagonisten. Und zwar ist es eine sprechende Fledermaus, die sogar lesen in der Schule gelernt hat. Und das ist natürlich sehr ganz ungewöhnlich, also schon von der Figur her. Und entsprechend überrascht ist dann auch Jendrik, als Schandor ihm, ja, in Anführungsstrichen, sich offenbart. Und dann beginnt eine wunderbare Freundschaft. Schandor erklärt Jendrik das Versteck oder erzählt ihm, wo ein Dieb sein Diebesgut versteckt hat, und daraus ergeben sich viele Abenteuer. Jendrik und Schandor sind von ihrem Wesen her ganz ähnlich, also beide sind sehr zurückgezogene Typen, und dennoch sympathisch, wissbegierig, neugierig, freundlich, offen. Jendrik lebt mit seinem kleineren Bruder Tom und seiner Mutter allein. Die Eltern sind geschieden. Er, ja, leidet so ein bisschen unter der, ja, Situation. Also der Mutter ist so ein bisschen manchmal unorganisatorisch, chaotisch, verrückt, aber auch liebenswürdig und versucht da die Familie übers Wasser zu halten. Glücklicherweise problematisiert die Autorin das nicht so sehr, sondern man erfährt es eben so nebenbei als Hintergrund. Das Buch lässt sich wunderbar lesen, also man merkt, dass Dorothea Flexig ihr Handwerk versteht. Es ist vergnüglich. Manchmal sind die Szenenwechsel mit wenigen Strichen skizziert. Sie sind manchmal, ja, überraschend und ungewöhnlich. Aber es liest sich in einem Ruck das Buch durch. Perfekt so für das Erstlesealter geeignet, also recht große Schrift, dann auch auf den Punkt gebrachte Dialoge und kurze Szenenbeschreibungen, die so viel so genau sind, dass man sich was vorstellen kann, aber genügend für die Fantasie übrig bleibt. Christian Puyer hat solche kleinen Zeichnungen dem Buch geschenkt. Und die passen perfekt hinein. Also man fühlt sich, hier sieht man zum Beispiel die Mutter, die einen Autounfall hat. Und die sind so ein bisschen comichaft, farbige Zeichnungen, nicht so übertrieben, klarer, nüchterner Stil und trotzdem sehr sympathisch, offen und warm. Und ja, das ist, lockert wunderbar den Text auf und bietet auch den Lesern auch mal neue so eine Lesepause. Was dieses Buch auszeichnet und was man vielleicht auf den ersten Blick, wenn man sich so das Cover anschaut, überhaupt nicht vermutet, also man denkt so, das ist so ein Buch in diesem Trendthema Vampire, Fledermaus, Fantasy. Nein, also es geht hier wirklich, also Dorothea Flexig hat eine Anliegen, ein wichtiges Anliegen. Sie möchte Kindern die Natur näher bringen, und zwar in der Schandor-Reihe, zwar die Fledermäuse. Sie baut ganz viel Information und
Sachwissen um die Fledermaus ein. Shandor ist ein großer Abendsegler. Die Fledermaus ist ja in Deutschland mit ihren 23 Arten schützenswert. Also sie ist bedroht in ihrem Lebensraum. Das hängt mit den Sanierungen der alten Häuser zusammen und den Fällen der alten Bäume, das so ihre Lebensräume sind. Und Dorothea Flexig bietet den Kindern ganz nebenbei viele Informationen über die Fledermaus, wovon lebt die Fledermaus, wo lebt die Fledermaus, wie bewegt sie sich fort, wie unterhält sie sich, also wie kommuniziert sie, wie kann man die Fledermaus schützen, und das baut sie alles so wunderbar ein, verflechtet das in den Plot, ohne jetzt mit pädagogischen Zeigefinger zu heben. Und das macht sehr viel Spaß und also steckt wesentlich mehr drin. Es ist kein sozusagen reiner Fantasy-Roman, sondern dann ist ein ja, Erstlesebuch mit ganz viel Sachinformationen. Ich gebe eine kurze Leseprobe, damit Sie einen Eindruck bekommen. Und zwar ist es die Szene, als Shandor sich Yentrik öffnet und sozusagen den Beginn der Freundschaft. Yentrik wurde zu einer Strafarbeit von seiner Lehrerin verdonnert, weil er früh aufgrund des Autounfalls seiner Mutter zu spät zur Schule kam. Yentrik öffnet sein Fenster sperrangelweit, setzt sich wieder auf seinen Stuhl und grübelt über einem leeren weißen Blatt Papier. Diese Chance ergreift Chandor, flieht los, krallt sich mit einem Fuß oben am Fensterrahmen fest und kratzt sich mit dem anderen erst einmal hinter seinem Knickohr. So schwer ist das doch gar nicht, behauptet er selbstsicher. Jendrik blickt verwundert. Er dreht sich um, aber da ist niemand. Er steht vom Stuhl auf und beugt sich aus dem Fenster. Hier oben, schau mal nach oben, ruft Chandor. Potzblitz, ich glaube es nicht. Doch, das ist einfach. Die paar Sätze, das ist ein Klacks. Ich helfe dir. Jendrik plumpst auf seinem Stuhl zurück. Er hat noch nie eine Fledermaus sprechen hören und erst recht keine Fledermaus, die behauptet, dass eine Strafarbeit ein Klacks sei. Ich kenne dich aus der Schule, sagt Chandor. Was? Aus der Schule? Stammelt Jendrik. Ja, ich wohne sozusagen genau über dir, im alten Rollokasten. Schon ganz lange wohne ich da. Jendrik sieht das braune Tierchen verdattert an. Seit wann können Fledermäuse sprechen und wer bist du? Ich heiße Chandor. Chandor wird übrigens mit S geschrieben und darf auch wie ein Sch ausgesprochen werden. Ich bin ein großer Abendsegler, geboren in Transsilvanien und habe einen Knick in meinem linken Ohr. Ich kann aber trotzdem hervorragend jeden Ordnungslaut hören. Anfangs hatte ich Probleme bei diesem Lärm und dem vielen Trubel am Tag gut zu fliegen. Inzwischen bin ich Profi und habe auch meine Fressgewohnheiten umgestellt. Meistens jage ich jetzt über der Mülldeponie. Dort kann ich auch tagsüber genug fliegen und Insekten fangen. Ihhh, über der Mülldeponie, wiederholt Jendrik. Wenn du mir Mehlwürmer kaufen könntest und sie mir fütterst, müsste ich nicht dort umherflattern, meinte Chandor und grinst frech über beide Backen. Was? Mehlwürmer? Wo soll ich die denn hernehmen? Die bekommst du in jedem Angelgeschäft. Das weiß doch jedes Kind. Chandor kichert so hoch und schrill, dass sie auch Jendrik lachen muss. Und wie hast du sprechen gelernt? In deiner Schule, antwortet Chandor stolz. Und ich kann auch lesen, aber nicht schreiben, weil deswegen. Chandor streckt sich und wackelt an den Enden seiner Flügel mit einem einzigen kleinen Daumen. Wie soll ich denn ohne weitere Finger bitte einen Stift halten können? Fragt er Jendrik. Keine Ahnung. Jendrik zuckt mit den Schultern. Er ist immer noch fassungslos und vollkommen verblüfft. Strecke mal bitte deinen linken Arm aus und deinen linken Zeigefinger. Jendrik gehorcht. Und so beginnt dann die Freundschaft zwischen Jendrik und Chandor. Wie gesagt, dieses Buch macht süchtig, also es ist wunderbar zu lesen, flüssig, abwechslungsreich, einfach sympathisch, warmer Erzählton, macht Spaß. Ich empfehle es sehr gerne von Herzen. Es gibt jetzt schon zwei Folgebände in dieser Reihe und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Chandor, Fledermaus mit Köpfchen von Dorothea Flexig, mit diesem Kinderbuch oder mit irgendeinem anderen Kinderbuch. Wir hören und lesen uns. Die vollständige Rezension finden Sie wie immer in meinem Blog und den Link setze ich unten in die Infobox. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.